Hier. Wo bist du denn? Da ist meine süße Zanni. Die gibt was, die ist so süß. Und da ist sie. Und meine Katzen sind im Wohnzimmer. Voll geil. Ja, es geht sehr gut mittlerweile. Ja. Ich finde es toll, ja. Also das war klar, dass ich sowas schaffe. Das kriege ich ja immer hin. Ja. Was ist denn da? Da ist nichts. Das Schlimme ist natürlich, dass die sofort natürlich auch, die mögen ja jegliche Scheiße. Ne? Hundescheiße, Katzenscheiße. Ne? Da muss ich natürlich aufpassen, dass die hier nicht anfangen, Scheiße zu fressen. Was bitte hier? Ja, meine beiden Süßen. Ja, dazu fällt mir jetzt noch was ein. Das muss ich euch jetzt mal zeigen. Ja. Es ist jeden Tag dasselbe. Jeden Tag muss ich mir diese Scheiße antun. Also muss ich nicht, ja. Machen die auch nicht mehr. Aber es ist unglaublich. Das ist unglaublich, was man dem deutschen Volk antut. Ja? Unglaublich! Ja? Versteht mal, ich kenne keine Hauptstadt der Welt, wo ein Denkmal in der Mitte steht, wir sind Scheiße, wir sind Verbrecher. Ja? Das gibt's nur in Berlin. Und mittlerweile bin ich sogar gegen dieses Denkmal. Ja, wenn ich höre, dass diese kleine Drecksau Merkel, ja, kapituliert, indem sie sagt, wir müssen uns hier fallen lassen von den Ausländern, wenn die ihr Wald anbieten. Warum? Ich könnte diese Drecksau nehmen und wirklich, also wirklich, ich wüsste nicht, wer die erste Frau, die grünen würde. Ja. Das ist gut ausgedrückt. Das wäre die erste Frau, die ich schlagen würde. Mit der Peitsche. Am Andreaskreuz, falls euch das was sagt. Das nehmen die Leute, das ist so ein Kreuz, und dann werden die dann so angemacht und dann werden die ausgepeitscht. Das ist so Sex für Sex, nicht? Ja, SM und so. Natürlich würde ich die nicht nacken machen, weil dann würde ich ja nicht mehr peitschen wollen. Die Merkel meine ich, da kriegt er weglaufen schon, wenn ich die so sehe. Wenn ich die nackt sehen würde, würde ich mich überheben. Ja? Mann, da, ihr habt keine Vorstellung davon, was für ein Hass ich mittlerweile auf die Olle habe. Ja, wie kann die sowas sagen? Und zu mir sagen die, ich bin krank. Na hallo! Dann sollen sie erstmal Merkel untersuchen, anstatt mich. Ja? Die ist krank, Mann! Und zwar sehr, dass sie überhaupt schlafen kann. Die könnte ja nicht schlafen, wenn ich so krank wäre. Aber ich... das fällt mir ja gerade ein. Die Olle merkt ja nicht, dass sie krank ist. Die hat auch keine Ahnung, was sie da gesagt hat, glaube ich. Ja? Wenn ihr das einer sagt, dann wird sie das jetzt bestimmt schon ein paar Mal bereut haben, dass sie das gesagt hat. Ja? Weil es kann doch nicht wahr sein. Also daran erkennt man zum Beispiel auch, dass die Ausländer nicht das Problem sind. Genau an so einer Aussage. Die sind nicht das Problem. Das Problem sind wir Deutsche. Wir sind die Blöden, Mann. Wir sind die Arschkriecher. Und das ist das, was nur verwerflich ist. Wo ist denn da noch Ehre? Da ist keine Ehre mehr! Und so werden wir auch behandelt! Als Volk ohne Ehre! Schöner Schlusssatz.